Der T5 liegt auf den Felgen auf. Reifen aufgeschlitzt, Scheiben eingeschlagen, gelb und blau zugesprayt. Daneben die zerbröselten Überreste der Seitenspiegel und das abgeflexte Dach. Wie soll ich Axel diese ganze Drecksmisere beichten? Auf der zerbeulten Motorhaube steht Hurensöhne Peine West. Im Wagen drin, Sitze zerschlitzt, Lenkrad rausgerissen. Das Autoradio haben sie auch geklaut oder irgendwo hingepfeffert. Die Fußräume sind voll Regen und Pisse. Und am Schaltknüppel ein roter, halbdurchsichtiger Dildo. Sehr einfallsreich. Scheißehaufen auf Fahrersitz, Beifahrersitz und auf der Rückbank. Das glauben mir Kai und die Jungs doch nie. Ich weiß noch, 4 Figuren in schwarzen Anzügen auf dem Acker. Ich mit Joels Fußballschuhen in der Armbeuge, Jojo ein paar Meter neben mir, Ulf hinter uns. Kai 20 Meter weiter vorne. Eine richtige Aufstellung. Hier die Manndecker, Ulf der Hühner hält den Kasten sauber, Kai muss die Dinger vorn versenken. Nur einer fehlte. Der Dribbelflo, das geniale Jungtalent. Jetzt schmeißt die Dinger darüber. Ich staub auf dem furztrockenen Boden hier vollkommen ein. Geht wahrscheinlich bald los. Gib sie mal her. Sieht echt scheiß bemitleidenswert aus. Jojo ist mit jedem Wurf schlechter geworden. Oh, verdammte Axt, bitte lass ihn endlich treffen. Werfen, laufen, aufheben, werfen, laufen, aufheben. Fuck, lass mich mal. In hohem Bogen flogen die Schuhe durch die Luft und über die Stromleitung. Geht doch. Wie, keine Funken? Kein Feuerwerk zu Joels Ehren? Wir haben nur ausgetaumelt und gehangen. Als Symbol. Für Joel. Und für uns. Wenn wir mal das Zeitliche segnen, die Schuhe sollen bleiben. Jojo hat das Trikot mit der 7 rausgeholt, seinem kleinen Bruder über die Brust gelegt. Dann hat er geheult. Und dann war ich dran. Hab Joel lange angesehen. Wollte ihn so lange ansehen, bis er sich zu Staub oder sowas auflöst. Und dann wollte ich ihn einatmen. Nicht so, wie man kokst. Ganz natürlich, wie man halt atmet. Und dann hätte er irgendwie mit mir weitergelebt. Ich musste die Tränen unterdrücken. Wir sehen uns auf Tonga. Hul von Philipp Winkler. Bearbeitung und Regie Gerrit Booms. Teil 2. Heiko, steh auf. Du musst mir bei was zur Hand gehen. Ist gut, Axel. Vorhin hat mich einer von den Angels angerufen. Der hat einen Tipp von einem Freund beim Dezernat bekommen. Die Rocker haben Kumpels bei der Polizei? Kumpel, Freund, Informant, ist da jetzt Wumpe? Hör mir zu, Scheiße noch eins. Die ziehen heute landesweit Razzien durch. Ich weiß nicht, wo die es herhaben, aber vielleicht hat das auch was mit dem Van zu tun. Scheiße. Wir stehen auch auf der Liste. Du musst mir helfen, ein paar Sachen zu beseitigen, bevor die ja aufkreuzen. Und das ist wann? Ja, konnte mir nicht genau sagen, aber bestimmt vor 8. Also, komm! Scheiße, die brechen mir nahe, sie brechen mir die Knochen. Hilf mir doch mal! Ein Regenbogen aus Pillen. All die Jahre habe ich nie hinterfragt, was hier so abgeht. Mein Gott, bisschen die Biker hier Stoff verticken lassen. Würde ich ja selber vielleicht auch nicht anders machen, wenn ich der Chef wäre. Aber genau das ist es halt. Wer ist hier der Chef? Oder die Chefs? Oh, fertig. Halt mir die Zigaretten rüber. Ich hab den Ben. Was? Jetzt passiert's gleich. Sag das nochmal. Schlag halt zu, dann hab ich's hinter mir. Hat sich eine Chance ergeben. Schien eine sichere Sache zu sein. Ja, dann gab's Komplikationen. Was denn für eine Chance? Einer von den Braunschweigern war unvorsichtig. Er hat allen Scheiß im Netz gepostet, für jeden zugänglich. Ich meine, das sind die Braunschweiger. Ja, so eine Möglichkeit kriegt man nur einmal. Oh Mann, ich hab's vermasselt. Aber es war nicht nur meine Schuld. Ich konnte nicht ahnen, dass da plötzlich 2 Wagen mit 8 Typen auftauchen. Und der Van? Musste abhauen, zu Fuß. Konnte ihn nicht retten und mussten da lassen. War vor ein paar Tagen wieder da. Ist nichts zu machen, Axel. Hier, hab Fotos gemacht. Die Karre läuft auf dem Dorf wie in Hildesheim. Das weißt du doch, oder? Ja. Ich habe Leute zu ihm geschickt. Ich musste da rausfinden, ob der Druffi den Wagen gekascht hat. Du gehst jetzt besser, Heiko. Die Einfahrt ist voll. Dunkle, klobige Transporter.
Kennzeichen aus Russland, der Ukraine, Polen, Serbien, Litauen und was weiß ich. Haben mich zugepackt, die Schwanzlutscher. Überall riecht's nach Zoo, Tierscheiße und Urin. Ey, Kai, holst du mich am Wunsterfer Bahnhof mit dem Auto ab? Geht klar. Hier! Arnim. For the Tiger! Das ist doch der wirkliche Bodensatz der Gesellschaft. Die Presse hakt immer auf uns rum. In die Wüsten. Wir kloppen uns wenigstens gegenseitig auf die Schnauze und lassen das nicht so scheißarme Viecher für uns tun. Aluminium. Manchmal wünsche ich mir, dass die Bullen hier aufkreuzen und die ganzen miesen Gestalten hochnehmen. Ah, das wird nie passieren. Arnim ist einfach zu vorsichtig. Du Arnim, ich mach mich jetzt gleich vom Acker. Nicht, dass du mich suchst. Was? Aber gleich geht das doch so richtig los hier, mein Junge. Ja, nee, lass stecken. Muss ich mir nicht geben. Na gut, dann geh. An dir kann ich eh nichts verdienen. Lass mich erst mal zu Ende bauen. Mal lauter, mal lauter. Eine Einweihungsparty damals im Plattenbau war ein voller Erfolg. Digga, was los? Na, spuck's halt aus. Haben vorgestern einen Anruf aus Hannover bekommen. Gestern sind wir dann hingefahren. Ey Leute, das hättet ihr sehen müssen. Die Geräte und so, Profiniveau. Haben mit dem Cheftrainer gesprochen. Heute Morgen waren wir wieder da und haben den Vertrag unterschrieben. Vertrag? Joel, komm, jetzt hol's halt raus. Ich weiß noch genau. Joel hat ein rotes Hannover 96 Heimtrikot ausgepackt. Nummer 7. Und unten der Name Seidel. Ich komm zu den B-Union. 96! 96! Flachpässe, versucht's mit Flachpässen! Ey, alter Mutterficker! Heiko, Alter, bist du behämmert? Kannst ja nicht sowas rumschreien. Das macht dir mal nicht ins Hemd wegen den Schwucken da drüben. Dienstag ist Nazio. Freundschaftsspiel gegen Slowakei. Und? Ja, Kai hat was aus Hamburg gehört. Die Slowaken haben mal lose angefragt, ob denn was gehen würde. Und wo? Leipzig. Tickets sind schon bestellt. Echt jetzt? 4 Tickets. Du und Ulf, ihr kommt natürlich auch mit. Ulf auch? Ja, sogar der. Hab im Zug mit ihm telefoniert. Er sagt aber, dass er sich nach dem Spiel irgendwo eine Kneipe sucht und da auf uns wartet. Hast du dich nicht gezofft mit ihm? Er meinte, du wärst echt an die Decke gegangen, weil er nicht mehr zu den Matches fährt. Ja, mein Gott, das ist ja wohl nachvollziehbar. Er ist bestimmt nicht auf Dauer. Den juckt's bald wieder an deinen Nägeln. Na, wenn du meinst... Ist irgendwas los bei dir? Wie, was los? Weiß nicht, was du meinst. Naja, die Sache in Braunschweig und so. Ja, was weiß ich. Hab's Axel ja erzählt. Scheiße gelaufen. Entweder er kriegt sich wieder ein. Ja, oder er lässt halt bleiben. Keine Ahnung. Euch habe ich da übrigens rausgehalten. Also kein Wort davon zu Axel. War eine Solo-Aktion. Heute Abend einen reinkelchen? Heiko, ey, das hättest du nicht machen müssen. Haben das alle gemeinsam vergeigt. Sollten wir auch alle dafür gerade stehen. Ist wie es ist. Bist du jetzt dabei heute Abend? Kann ich. Warum das? Morgen das Spiel. Da muss ich fit sein. Und mit der Trainerstelle hier, da ist es wichtig, dass man ein gutes Vorbild ist. Das will ich doch verarschen, oder? Die Hosenscheißer kriegen doch nicht mit, wenn du dir abends irgendwo einen reinzimmerst. Darum geht's doch nicht, Mensch. Aber ich muss jetzt zurück. 3 Stöße üben. Und bleib doch da und guck zu. Ich mach mal los. Okay, gut. Vorbild. Alle zusammenkommen. So eine Scheiße, Junge. Oh, Scheiße, ist das kalt. Hier normales Vollpiss. Und falls irgendwo heißer Kakao verkauft wird, bringst deinem Schwuckenarsch einen mit, ne? Fuck, wo bleibt der Spacken? Vielleicht hat er einen flotten Willi bekommen oder ist besoffen in den Fluss gekippt. Ich fahr schon mal vor, meldet euch! Ja, ja. Spalter. Hä? Was geht ab? Wo ist der denn? Vielleicht ist irgendwas passiert. Bullshit, was soll denn passiert sein? Ich ruf ihn mal an. Nachrichten nach dem Schwan. Schwan! Ja, komm, lass ihn mal suchen gehen. Schnauze da oben! Nix. Vielleicht ist er ein bisschen im Park und hat sich verlaufen. Nachrichten nach dem... Was weiß ich, ey.
Okay, einmal versuche ich es noch. Wenn er wieder nicht rangeht, schreie ich ihm so auf die Mailbox, dass ihm die Ohren abfallen. Hey. Nachrichten nach dem... Hör mal. Was? Ruf noch mal an. Ich habe Kais Klingelton gehört. Wahlwiederholung. Ruf an. Klingeln. Da. Hörst du's? Was zum... Nachrichten... Wieder die Mailbox. Wahlwiederholung. Konzentrieren. Den Sound greifen. Ja. Definitiv. Die Unterführung. Da ist doch nichts. Psst. Da hinten ist irgendwas. Meine Wangen sind plötzlich ganz heiß. Wahlwiederholung. Da blinkt was. Los! BTSV! Über der Brüstung, ein Umriss. Wie aus schwarzem Papier geschnitten. Was ist das? Eine Braunschweiger Sturmhaube. Der Umriss ist weg. Mein Hirn löst sich in heißes Wachs auf und sickert mir durch den Hals in den Magen. Kai! Jojo, beweg deinen Arsch hierher! Das sieht nur sehr entfernt nach meinem besten Freund aus. Blutergüsse, Augen zu, im ganzen Gesicht Schwellungen, die Nase quer gespalten, die Lippen wie zerschnitten. Ich steck dir jetzt die Finger in den Mund. Zähne liegen rum. Raus damit. Die Zunge gerade legen. Scheiße! Hör auf mit dem Mist! Ruf einen Krankenwagen, verdammt nochmal! Verdammt, ich weiß nicht, wo wir sind. Verdammt, ich fahre dann halt. Kai! Da unten am Flussufer! Verdammt, jetzt kommt halt her! Kai! Stirn, Kinn, Gesicht. Vorsichtig die Lider aufziehen. Überall Blut. Fuck! Niemand da. Niemand, dem ich mit Anlauf ins Gesicht springen kann. Niemand, dem ich meine pochenden Fäuste in die Fresse jagen kann. Niemand, an dessen Zähne ich mir die Finger aufschneiden kann, nur um weiterzuschlagen. Und niemand, auf den ich weiter einschlagen könnte, der an den eigenen Zähnen erstickt. Hey, Chicas! Kai, der Weiberheld. Schon immer. Alter, die Bräute waren mindestens 30 oder so. Na und? Auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Lektion auch mal lernt. Genau. Wie mit deiner heißen Nachbarin. Boah, ich schwöre dir. Ja, du brauchst dich gar nicht wundern, dass du mit 16 noch Jungfrau bist. Die Ärzte wollten ihn da behalten. Ein paar Tage, eine Woche. Wir haben sie ignoriert. Weißt du, die Augen sind das Schlimmste. Das ist alles so grell. Das ist ein bisschen so, als ob man in die Sonne schaut, aber anstatt dass es wieder weggeht, bleibt einfach alles so. Aber weißt du, das Zulassen tut fast genauso weh. Ja, hallo? Heiko? Wer ist denn da? Hans ist hier, ganz betrunken, aus Kurhaus. Dein Vater ist ganz wütend. Wie? Komm bitte. Hallo? Heiko, kommst du ins Gym? Wir müssen uns mal unterhalten. Heiko? Ja. Es geht gerade nicht, Axel. Es ist irgendwas mit Hans, ich kann jetzt nicht weg. Morgen. Komm bitte. Dein Vater ist oben. Er ist ganz wütend. Was ist denn hier los? Manuela! Lass mich bitte. Ich kann nicht mehr. Hans? Schatzel, ja. Was ist hier los? Was machst du denn, Vater? Ja, Heiko. Sohnemann. Wieso bist du hier und nicht auf Kur? Kein Bock mehr. Ganzes Schuchtel da. Soll ich meine Träume in Wunschkasten werfen? Soll man selber bauen? Aus dem Schuhkarton? Die scheiß Tonten. Wenn wir beim Mittag sind, lesen die diesen Zettel durch. Lachen sie schlapp. Jetzt reiß dich mal zusammen, Mensch. Lass dich doch alle in Ruhe. Mann, beim Bremen-Spiel hast du dich da auch nicht der letzte Arsch benommen. Und kaum bist du hier zurück, machst du wieder Stress. Hä? Was schreist du so? Weiß schon nicht mehr, hä? Bremen? Du bist echt so fertig, Hans. Manuela sitzt unten in der Küche und heult. Und weißt du warum? Weil sie nicht mehr packt mit so einem Vater, der nie was geschissen kriegt. Ist kein Wunder, dass Mama sich verpisst hat. Die ist einfach abgehauen, hat mich allein gelassen. Dich hat sie alleine gelassen. Hätte ich nicht machen sollen.
Meint ihr, ich habe mir ausgesucht, dass ich mit Absicht von dem Dach gefallen bin? Ohne Arbeit. Was ist man dann noch? Kann man doch nur zu trinken anfangen. Hat mich hier zurückgelassen, die alte Sau. Siehst aus, als hätte man dich ausgekotzt, Heiko. Du wolltest mich sprechen? Ja, wir haben Probleme. Eure Dummheit in Braunschweig lässt uns ziemlich beschissen dastehen, weißt du das? Meine Dummheit. Hör auf, mir was vorzumachen, Heiko. Ich weiß, dass Kai und die Aachen dabei waren. Und dass Ulf euch da rausgeholt hat. Scheiße. Hätte Ulf sagen sollen, dass er Kai und Jojo raushalten muss. Okay, mit Ulf ist nicht mehr zu rechnen, aber das geht ja wohl auch auf eure Kappe. Es war seine Entscheidung. Dabei ist da schon was dran. Hätte ich's nicht so versaut, hätte uns Ulf auch nicht holen müssen. Und Saskia hat ihn auch nicht vor die Wahl gestellt. Dazu, das mit dem T5 ist geklärt übrigens. Hab dem Typen aus Hildesheim eine Entschädigung zukommen lassen für die, sagen wir, Unannehmlichkeiten. Und weil das Ganze vor allem dein Verschulden ist, kannst du dir so einige Monatsgehälter von der Backe kratzen. Hab ich doch nicht behauptet, dass der damit was zu tun hatte. Halt die Klappe! Nächster Punkt. Übermorgen fahren wir nach Frankfurt. 8 gegen 8. Und wegen dem Haufen Scheiße, den du verbockt hast, wollte ich dich eigentlich nur zum Fotomachen mitnehmen. Aber wegen der Ausfälle von Ulf und Kai bleibt mir nichts anderes übrig. Du kommst mit. Auf Probe, sozusagen. Ja, auch das mit Kai habe ich gehört. Übermorgen? Seit wann ist denn das Match schon geplant? Kann dir doch egal sein. Musste mich ganz schön verbiegen, überhaupt 8 Leute zusammenzukratzen. Weißt du eigentlich, wie kacke ich dastehen würde, wenn ich den Frankfurtern wieder absagen müsste? Aufweichen. Wenn ich rauskomme, sind vielleicht die letzten Tage und Wochen einfach von mir gewaschen und alles ist wieder wie früher. Bullshit. Unglaublich. 2 der Langhäger Nazis sind dabei, die wir aus dem Timpen geworfen haben. Halten sich zurück. Schade eigentlich. Nachrichten nach dem Schwan. Schwan! Wie geht's dir heute? Wenn ich wieder da bin aus Frankfurt, gebe ich Bescheid, wie es war. Alter, nicht mal Jojo ist dabei, das kann ja was werden. Abfahrt, Männer! Treffpunkt ist außerhalb von Darmstadt. Krieg nichts mit. Steig weder an raus im Auto, schieb mir einen Zahnschutz in die Fresse und beobachte die Gegenseite. Es ist wie früher. Wenigstens kann ich für die paar Minuten Match alles andere mal vergessen. Wir gehen heillos unter. Und trotzdem, ich fühle mich um einiges besser als nach der Duschsession im Gym. Ja toll, die feine Dame will Karriere machen. Und was ist mit mir? Lässt mich hier sitzen. Scheiße doch mal. Und du, Heiko? Was hockst du hier und glotzt in der Gegend rum? Scheiße. Ich wollte auch nicht, dass sie geht. Papa, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Ich komm doch schon in ein paar Tagen wieder. Am Arsch kommst du wieder, junge Dame. Brauchst gar nicht glauben, dass du dann noch willkommen bist hier. Jetzt hör endlich auf. Dann pack deinen Scheiß wieder aus dem Koffer und bleib hier. Warum? Damit ich hier weiter die billige Putzfrau spiele? Dafür hast du doch jetzt mich. Kleiner Drecksack. Spaß beim Studieren. Manuelas Umarmung. Keine Ahnung, irgendwie bin ich da drin versunken. Ich vermisse Mama auch. Was? Das meinte ich überhaupt nicht. Tut mir leid. Heiko, ich wollte nicht. Dann war sie weg. Hat mich da allein gelassen. In der Einfahrt. In dem Haus. Mit Mi. Und mit unserem Vater. Auf den Anfang einer Genesung. Deine baldige Rückkehr auf den Acker. Cheers. Ulf lässt dir schöne Grüße ausrichten. Aha. Hast du nur den gesehen? Boah, der hat heute Nachmittag angerufen. Die sind gerade für ein paar Tage in Cuxhaven. Scheiße. Tut dir immer noch alles weh? Ja. Es dauert eben. Ach, egal. Wie war's Match? Ja, klare Niederlage. War aber auch nicht mehr drin. Ich muss mal überlegen, ob ich mir ein paar Wanderschuhe zulege. Weißt du, mit Grip, damit ich nicht ständig ausrutsche. Ja. War sowieso nicht das Gleiche. Ohne euch bockt's einfach nicht so. Sieh bloß zu, dass du schnell wieder auf den Damm kommst, du Sack. Wie, was ist los? Du hast dein Unterhemd falsch rum an, Junge. Scheiße. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, warum mein Hals so juckt.
Du, ich geh mal kurz aufs Klo, mach's richtig. Mach das mal. Gibst du uns noch so zwei Pilz? Die Frankfurt-Fotos. Miese Qualität. Verruckelt, Regentropfen auf der Linse. Man erkennt so gut wie nichts. Was ist los, Alter? Bist du in die Schüssel gefallen? Ja, fast. Aber kannst du mal eben kommen? Kai? Ja, hier! Zweite Kabine! Was ist los? Warte. Moment, scheiße! Ja, so ist offen. Was ist los? Soll ich eine Krankenschwester rufen, die dir beim Abwischen hilft? Hör mal bitte auf mit dem Scheiß, ja? Hier stimmt was nicht. Seine Augen sind Tränen unterlaufen. Die Pupillen schnellen von links nach rechts. Ich kann nichts sehen. Wie, du kannst nichts sehen? Ich stehe doch direkt vor dir, Mann. Heiko, ich kann nichts sehen. Und, was hat er? Ja, es sieht nach einer Netzhautablösung aus. Er fuhr gerufen durch einen Netzhautriss. Und den hat er nicht erst seit heute. Was heißt denn das? Muss er jetzt hierbleiben? Sehen Sie sich Ihren Freund an. Natürlich muss er hierbleiben, weil es verschleppt wurde. Und scheinbar nicht oder nicht ausreichend diagnostiziert wurde, besteht die Gefahr eines irreparablen Funktionsverlustes der betroffenen Areale. Und irreparabel heißt also jetzt... Heiko... Das heißt, dass ich vielleicht blind bleibe. Ich hätte einfach nie auf Kais dämlichen Vorschlag eingehen sollen. Dann wären wir nie nach Braunschweig gefahren. Er würde nicht wie ein Häufchen Elend in so einem Krankenhauspapierbett versinken. Halb blind. Ulf wäre noch immer einer von uns. Ich wäre nicht unten durch bei meinem Onkel. Diese ganze abgefuckte Scheiße wäre nie passiert. Na? Zeigt er sich auch mal wieder, Mino? Das gibt's. Muss mir helfen. Die Typen, die den Tiger für mich haben, haben angerufen. Sind quer durch Eurasien gefahren mit dem Viech. Morgen früh, so irgendwas zwischen 4 bis 6 herum, sind die hinter der Grenze zu den Polacken. Das war alles kein Hirndünnpfiff mit der Grube und so. Du kriegst einen echten Tiger, ja? Ja, worauf du deinen verknöcherten Arsch verwetten kannst, mein Jung. Komm, rauch auf, dann geht's los. Ja, viel Spaß. Hey, du kommst schön mit, mein Jung. Mach eine kleine Tour. Geht nicht allein. Er zieht was unter der Tischplatte vor. Ich lass dich hier wohnen und dafür will ich auch eine Gegenleistung. Kümmere mich doch schon um die Viecher, wenn du auf Osteuropa-Tour unterwegs bist. Das ist ja wohl Leistung genug. Ein Pistolengriff? All die scheißverdammten Jahre war da eine Knarre unterm Tisch. Du kommst mit und basta. Ich mag dich, Mignon. Aber ich lass mir das nicht von dir versauen, mein Traum. Das lass ich mir nicht durch die Lappen gehen, nur weil du nicht mitziehst. Ich habe ihn immer für ziemlich bekloppt gehalten. Aber er ist einfach ein verdammter Wahnsinniger. Sehr gut. Wir fahren da hin und holen deinen Scheiß-Tiger. Ja, gut. Das ist Mignon. Guter Mann. Auf! Hol mal meinen Tiger! Gorzow Wielkopolski. Kein Wunder, dass die polnischen Hooligans sich gemausert haben. Klar, Hannover ist auch nicht ohne... Und ich mag die graue Tristheit. Aber das hier, da hat man doch sofort den Zorn in der Stirn. Muss zu Hause mal ein Match gegen ein polnisches Team vorschlagen, wenn Kai wieder fit ist. Da, der Transporter und der Benz. So, jetzt pass auf, Heiko. Das sind keine Spaßvögel. Du hältst mal schön die Bappen und lässt mich das Reden übernehmen, okay? Ist doch eh dein Deal. Bapp. Die kriegen die Penunze... Dann laden wir den Tiger um und alle können zufrieden ihres Weges gehen. Kapichi? Mhm. So, und nur gib mir mal die Knarre aus dem Handschuhfach. Aber untenrum müssen die ja nicht sehen. Heiko, fahr mal rückwärts den Wagen daran. Ich kann ihn riechen. So ein süßer Zoogeruch ist das. In einer riesigen Box liegt bewusstlos ein Monstrum von Raubkatze. Sedated. Was? Betäubt. Here, take that rifle. In 2 hours. Is Gift. Wie? Was? Gift? Nein, Gift heißt Geschenk. Time. No go.
have fun. Fuck! Fuck, 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 fuck! Und? Wo sind sie? Wo sind die Schweine? Keine Ahnung, Mann. Mann, ich weiß es nicht. Scheiße, ist nichts zu sehen. Die Bullen fahren parallel im Tal. Geh nicht wieder rein. Und keine Ahnung, ob die uns verfolgen oder zufällig da sind. Scheiße, nochmal, Mignon. Die haben's auf uns abgesehen. Ich geh nicht wieder in den Knast. Fuck. Und jetzt? Der verfickte Tiger ist Varanim. Was? Was? Scheiße, scheiße, scheiße. Na gut, Heiko, du nimmst jetzt das Gewehr. Nimm das Gewehr und dann feuerst du ihm Betäubungsfeil auf den Pelz. Na los. Sag ich! Was? Bist du total bekloppt? Nun mach schon! Und jetzt? Mensch, jetzt brenn ihm eins drauf, verdammt nochmal! Schieß! Ja. Ja. Und? Was weiß ich denn? Ich kann nichts sehen. Hört mal hin! Oh, Mann! Mein lieber Schul, fuck! Verdammte arschgefickte Hurenscheiße! Ah, oh, Mann, ich glaube, ich hab mich vollgepisst! Hast dich eingepisst! Meine Scheiße! Na, Heiko? Hast du das Haus in einem Stück gelassen, ja? Hast dich gut um die Tauben gekümmert? Ich hab nur die asiatische Frau in seinem Arm angestarrt. Daneben ein Rollkoffer mit Blumenmuster. Überall Parfüm. Du sei nicht unhöflich, Junge. Gib der Dame die Hand, scheiße, noch eins. Hab ich. Wie ferngesteuert. Hi, ich bin Manuela. Das ist Mi. Guten Tag, freut mich sehr. Come in, please. Ich zeig dir mal unser Schlafzimmer, Mi. Unsere kleine Betthöhle. Und sieh die Treppe hoch. Hans mit so einem widerlichen Glitzern in den Augen. Da habe ich mir vorgenommen, nie auch nur ein Scheißwort mit dieser Frau zu wechseln. Über 2 Wochen. Und Kai hängt immer noch hier fest. Naja, wenn seine Augen nicht zugeklebt wären, würde er fast wieder wie ein normaler Mensch aussehen. So, weiter geht's. FC Duselbayern gegen... Weißt du, was mir am meisten fehlt? Holzbein Kiel. Was? Auf Koks sein. So, die Fußballabteilung des Tennisclubs Hamburg. Gegen Nackedai Bagdad. Ach komm, Maiko, jetzt lass den Scheiß. Gegen wen? Er sieht ein bisschen aus wie Stevie Wonder. Ob man diese Kopfhaltung automatisch kriegt, wenn man blind ist? Gegen Cottbus. Also, vorübergehend blind ist? Alter, hoffentlich ballert der HSV die Ossi-Hurensöhne raus. Ja. Nächste Partie. Hannover 96. Du Scheiße. Okay, da sind noch attraktive Teams im Top. Gegen. Das kann nicht stimmen. Die haben einen Fehler gemacht. Oder ich habe mich verguckt und es ist ein anderer Verein. Heiko, gegen wen? Die Computergrafik mit den Paarungen. Tatsache. Eintracht Braunschweig. Episch. Unfassbar. Alter! Ich muss mich echt zusammenreißen. Nicht losschreien. Nicht die Bettdecke kaputtreißen. Aber Kai liegt auf der Seite, Rücken zu mir. Diese Schwänze werden sowas von leiden. Ich hab die Nacht kein Auge zugemacht. Bin dann mit dem Auto nach Wunsdorf rein und hab bis morgens vor Yvonnes Haus gesessen. Ich war hellwach, hab mir 1000 Sachen ausgemalt. Dann hab ich Arnie beim Füttern geholfen. Der Tiger gewöhnt sich langsam an seine Grube oder findet sich damit ab. Rutscht eh immer wieder in den Aluwänden ab, das arme Schwein. Hauptsache, Arnim hat seinen Spaß. Boborski und Bigfoot sind ungewohnt leise, seit der Tiger da ist. Ahnen bestimmt Böses. Das war nicht ein geiles Weihnachtsgeschenk ist. Soll ich Karten bestellen? Wir werden an dem Tag ja wohl was anderes zu tun haben, als uns das Spiel auf unseren Ärschen hockend anzuglotzen. Meinst du das? Willst du mich jetzt verarschen, Jojo? Die sind reif, die Schweine. Also willst du das Spiel gar nicht gucken? Ja,
Ja, wenn sie es irgendwie einrichten lässt, klar. Ein Pimpen oder so. Aber wir wären doch schön blöd, ins Stadion zu gehen und abwarten zu müssen, bis wir von den Bullen irgendwann raus eskortiert werden können. Wäre doch jede Gelegenheit, futsch was zu starten. Mann, Heiko, lass es doch einfach. Einen bekackten Dreck lasse ich. Diese Drecksäue sollen verdammt nochmal kriegen, was sie verdienen. Und wenn ich es alleine machen muss, ist mir scheißegal. Damit machst du es doch nur schlimmer. Auf keinen Fall, Ulf. Davon hält mich keiner ab. Hast du schon mit Axel besprochen? Nein, weiß ich noch nicht. Wie schon gesagt. Notfalls drehe ich das Ding halt alleine, wenn ihr schon nicht hinter mir steht. Weißt du eigentlich, was du da laberst? Willst du auch so enden wie Kai? Nee. Ja, ich hab doch recht, oder nicht? Hast du schon mal einen kleinen, nur einen winzigen Gedanken daran verschwendet, wie das alles hier mal enden soll? Ist mir egal. Du hast deine Familie, dein Haus, deinen scheißweißen Gartenzaun. Ihr alle habt irgendwas, worauf ihr euch am Ende des Tages freuen könnt. Ich kann mich nicht stoppen, auch wenn es besser wäre. Jojo zieht sein Trainerding durch. Und wenn Kai wieder gesund ist, dann studiert er fertig und kriegt irgendwo einen gut bezahlten Job. Ich will nicht über sie reden, als wären sie nicht da. Aber ich schaff's nicht, mich zurückzuhalten. Ich hab null. Nichts. Das hier hab ich. Mehr nicht. Heiko. Ich beschwer mich nicht drüber. Und weißt du warum? Weil ich für das hier lebe. Weil ich dafür eintrete und dazu stehe. Und wenn du das nicht raffst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, Ulf. Dann war das alles, all die Jahre, nur ein scheiß Spiel für dich. Weißt du eigentlich, wie lächerlich du bist? Fick dich, Ulf. Ganz ehrlich, fick dich mal. Ich habe auf Mamas Koffer gesessen und meine neuen Fußballschuhe bewundert. Und ich habe nochmal gefragt. Was machst du? Wo gehst du hin? Mama! Mach's gut, Heikolein. Hab dich lieb. Ela! Oh, lass mich! Mama hat gelächelt, gewunken. Ich weiß noch, ich habe in der Diele gestanden und gefroren. Was macht ihr hier? Heiko. Ich dachte, ihr hättet mich klar ausgedrückt. Niemand taucht hier einfach so auf. Ist sicher nicht freiwillig. Andreas und die von oben herab Attitüde. Ich könnte sie ja reinbitten und Poborski und Bigfoot mal vorstellen. Eine Prise echtes Leben. Ich habe tagelang versucht, dich zu erreichen. Was gibt's? Papa. Er ist vor ein paar Tagen die Treppe runtergefallen. Er liegt mit Oberschenkel-Halsbruch im Krankenhaus. Aha. Mehr fällt mir nicht ein. Bin irgendwie zu erschöpft. Hast du verstanden, was ich gesagt habe, Heiko? Ja, Oberschenkel-Halsbruch. Heiko! Lass es, Schatz. Es ist ihm piep egal. Was willst du von mir? Soll ich jetzt vielleicht heulen? Zum Himmel rufen? Wie konnte das nur passieren? Heiko! Wie kannst du nur so sein? Ja, wie kann ich nur so sein? Hast du schon vergessen, was vor einem Monat passiert ist? Wie du heulend in seiner Küche gesessen hast? Was ist das? Ja, shit, Andreas, was soll denn das sein? Das sind Hunde! Das ist jetzt besser, Donner, und nicht der Tiger. Ich denke, wir gehen jetzt. Nein, warte. Heiko, dein Vater liegt im Krankenhaus. Und ich möchte... Nein, ich verlange, dass du ihn wenigstens einmal besuchst. Er ist so ein Starrkopf. Wir müssen den ersten Schritt machen. Und du besonders. Und wenn ich seinetwegen, dann tu es wenigstens für mich. Die Schose. Ich sollte Nein sagen und sie wegschicken. Aber dann sind da die Bilder von früher. Wie sie Hans gesagt hat, dass er mich in Ruhe lassen soll. Wie sie mir nach der Schule ein extra Abendessen gemacht hat, weil ich mies Essen verweigert habe. Alles total unbedeutend, aber irgendwie bedeutet's mehr. Alles klar. Wenn ich soweit bin, besuche ich ihn. Aber ihr müsst jetzt wirklich gehen. Komm her. Okay. 18. Dezember. Braunschweig. Ganz genau. Die Vorbereitungen laufen. Sobald die polizeilichen Maßnahmen bekannt sind, sagt mein Freund bei der Wache Bescheid. Vorbereitung? Das ist das ganz große Ding, Heiko. Die Chance zur Revanche. Und die Chance, Hannover endlich auf die Karte zu setzen. Noch wichtiger nach unserer Niederlage in Frankfurt. Und nach eurer unglücklichen Aktion. Wer weiß, wann sich wieder so eine Möglichkeit bietet. Axel sieht mal wieder wie so ein schmieriger NPD-Politiker aus. Da muss was ganz Großes her. Ganz im Zeichen der Tradition. Was hast du dir vorgestellt? Match am Spieltag. So wie früher. Irgendwo in der City.
Wie wär's mit dem E-Mail-Zentrum? Das ist mein Neffe. Deshalb habe ich dich noch nicht rausgeschmissen, weil du Ideen hast, Heiko. Du bist ein Visionär, ganz wie dein Onkel. Das werde ich gleich mal vorschlagen. Wie vorschlagen? Wem denn? Ah, na also. Herein! Vier Typen. Dicke Hälse, breite Schultern. Die lächeln, als hätten sie sich im Flur gerade einen Witz erzählt. Zweimal Stone Island, einmal Lonesdale. Ein blonder Seitenscheitel. Die Herren, schön, dass ihr es einrichten konntet. Ist ja auch ein wichtiger Anlass. Die Haare sind nur getönt. Verdammter Pseudo-Aria. Ist er das? Das ist er. Und der andere? Der andere liegt noch im Krankenhaus. Na, dann lasst uns das jetzt hier zügig über die Bühne bringen, damit wir endlich wieder nach Braunschweig kommen. Heiko, bitte. Was? Entschuldige dich. Wofür? Du weißt wofür. Los, komm. Bauchkrampf. Die Braunschweiger warten. Da haben sie Geduld, die dummen Pissflitschen. Entschuldigt uns mal kurz. Du entschuldigst dich jetzt für euren Angriff auf einen von ihren Leuten. Einen Scheiß mache ich. Ob du es ernst meinst, ist mir scheißegal. Aber du gehst jetzt da rein und du entschuldigst dich. Du sagst Entschuldigung, damit wir endlich weitermachen können. Was die Kai angetan haben. Was die Kai, das ist mir scheißegal. Wenn ich sage, du tust es, dann tust du es. Delegation für die zweite Bundesliga. Kai und ich, kleine Pöchse mit 96 Schalt unter den Männern im Gästeblock. Ein Chor, viele Fäuste. Und wir am Absperrzaun. Um uns rum hat sich eine Mauer aus Polizisten gebaut. Egal, nachgeben ist nicht, das habe ich gleich gelernt. Schlagstöcke gegen Fäuste. Ich weiß noch. Kai und ich haben uns geschworen, dass auch wir nie zurückweichen und dass wir da mal stehen werden. In vorderster Reihe. Weißt du, ich überlege, ein Auslandspraktikum zu machen. Ich habe Fotos vom E-Mail-Zentrum gemacht. Der perfekte Ort für ein Match in der Stadt. Genug Platz und Bewegungsspielraum für 40, vielleicht sogar 60 Leute. Hey, hast du gehört? Was? Ich habe gesagt, dass ich überlege, ein Auslandspraktikum zu machen. Für ein Semester oder vielleicht auch zwei. Und wo? London. Mein Masterprüfer hat einen Kumpel bei der Deutschen Bank. Hat mir schon zugesagt. Also, dass er mich da weiterempfehlen würde. Und wann? Ja, das hier muss erstmal wieder weg sein. Sonst steige ich noch in den falschen Flieger und lande in Kasachstan oder so. Könnte ziemlich peinlich werden, wenn ich dann irgendwen nach dem Buckingham Palace frage oder so. Ja, lustig. Ja, Mann, Heiko, keine Ahnung. Irgendwann nächstes Jahr halt, bevor ich meine Masterarbeit anfange. Ja, ist cool, super. Ich sitze dann einfach mir hier ein Jahr lang den Arsch platt. Oder nur ein Semester. Ja, stimmt. Nee, es ist einfach dumm von mir anzunehmen, dass wir so richtig durchstarten. Wir beide, an vorderster Front. Wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern, aber macht ja nichts. Meine Art. Wie ein beleidigtes Kind. Aber er lässt mir keine andere Wahl. Natürlich weiß ich das noch. Aber vielleicht, Entschuldigung, ist dir entgangen, dass ich fucking blind bin. Aber das wirst du doch nicht bleiben, Mann. Wenn du wieder auf dem Damm bist, dann legen wir richtig los. Axel wird sich irgendwann zurückziehen und dann können wir die Sache auf unsere Art machen. Dann kommt bestimmt auch Ulf wieder mit ins Boot. Muss man halt ein bisschen besseres Gleichgewicht mit dem Privatleben finden. Oh, Heiko, du glaubst doch nicht ernsthaft immer noch daran, oder? Was jetzt? Alles, Heiko. Alles! Ulf ist raus und daran wird sich auch nichts ändern. Kann man ihm auch nicht verdenken. Und sorry, aber Axel, der wird doch in 100 Jahren nicht aufhören. Der kämpft so lange weiter, bis er irgendwann mal tot auf dem Acker umkippt. Wart erstmal ab. Nach dem Match gegen Braunschweig. Heiko, raff es endlich mal. Das war's für mich. Und du solltest auch endlich was Vernünftiges machen, im wahren Leben ankommen. Nach dem Match gegen Braunschweig. Ich gerne rauchen. Scheiße. Ja, warte, komm, ich will auch. Oh, boah, Arne, was ist da gerade gegeben? No, fuck.
Fuck. Fuck. Ich bin's nur, alter Freund. Jetzt will ich mal kurz hinter dir gemütlich machen. Kein Problem. Schlaf einfach weiter. Der geht schon seit Jahren nicht mehr. Lichtkegel, Futterecke. Fragst dich wahrscheinlich, warum da ein Haufen Knochen auf dem Boden liegt, was? Boden, Zeitungen, Kothaufen. Scheiße, du hast mich gesehen, oder? Sessel, Siegfried. Danke, Alter. Danke. Die Stalltür war angelehnt und die Tröge haben umgedreht im Gras gelegen. Opa? Die Tauben waren ausgeflogen und es hat nach verstreutem Stroh gerochen. Ich so ein paar Mal geblinzelt, weil draußen hell und drin schummrig. Und dann... Opa. Reglos. An der Rückwand. Vor ihm Stroh. Auf dem dicken Bauch das Futter und im Schritt ein dunkler, feuchter Fleck. Tonga. FIFA-Weltrang 199. Auf dem Turmdach der stillgelegten Trittleiterfabrik. Es war die Nacht, als Joel uns von seinem Wechsel zur 96-Jugend erzählt hat. Joel hat gelacht. Keine Ahnung davon, dass er in 2 Jahren zum hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler seiner Altersklasse würde. Oder wie sehr ihn die Verletzung aus der Bahn werfen würde. Warum eigentlich Tonga? Ja, warum nicht Tonga? Die Bürger haben bestimmt jeden einen, der kicken kann. Und dann bin ich der Maradona Tongas mit Kohle, Frauen, Sonne, Strand. Sag's mal, Tonga. Und keine Ahnung davon, dass er exakt von dieser Stelle in den Tod springen würde. Tonga. Was wolltest du eigentlich? Na, wegen dem 18. Das Match gegen Braunschweig. Ich hab drüber nachgedacht. Was Ulf so gesagt hat und... Scheiß mal auf Ulf jetzt. Der hat das nie gelebt, habe ich das Gefühl. Es ist nicht nur das. Ey, die Sache mit Kai. Ich will nie wieder einen Freund so sehen. Nie wieder, hörst du? Ich fass das nicht. Ich fass nicht, dass ihr mich auf einmal alle allein lasst. Wenn Kai schon nicht bereit ist, sich an den Hurenwichsern zu rächen, dann ist es doch umso mehr an uns, für ihn einzustehen. Hast du dir mal überlegt, dass Kai das vielleicht gar nicht will? Das sagt er doch nur, weil es ihm gerade scheiße geht. Das glaube ich nicht. Nein, tut mir leid, aber... Nein. Außerdem habe ich endlich was gefunden, das ich so wirklich und richtig machen möchte. Und diese Kloppereien, die passen da nicht mehr rein. Ja, toll. Ganz toll. Und die kleinen undankbaren Scheißer steigen die nächste Altersstufe auf oder hören auf. Und dann darfst du die nächste Fuhre-Belger trainieren. So ist es. Anders will ich's nicht. Alles klar. Dann weiß ich ja Bescheid. Heiko. Heiko! Der Zweitschlüssel passt immer noch. Ganz leise gehen. Gar nicht so leicht, wenn man besoffen ist. Schatz, ich bin zu Hause. Yvonne. In blasser Unterwäsche. Ihre Schenkel, ihr Höschen, der Bauchnabel. Kann ihre Rippen zählen. Ich würde mich am liebsten auf sie stürzen, den Finger auf die Lippen legen und dann ineinander einschlafen. Und morgen früh würde ich vor ihr aufwachen. Würde die Morphiumspritzen wegschmeißen und Kaffee machen. Und irgendwann, bevor wir alt und grau sind, würden wir zusammen sterben. Ich leg dir den Schlüssel wieder in die Schale, ja? Tschüss, Katze. Tschüss, Yvonne. Na, Heiko? Tauchst du doch mal auf? Andreas, Alter. So, alles klar soweit? Der Arzt sagt, die Operation ist gut verlaufen. Und mit den Schrauben in den Knochen wird Papa das Bein schon nächste Woche wieder belasten können. Schön. Quacksalber ist das. Hast du dir den mal angeguckt? Das ist doch eine Schwucke. Papa. Kommst du nächste Woche wieder raus? Sieht so aus, ja. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Was Richtiges zu essen? Nein. Mama ist auf dem Weg hierher. Was? Ja, also wir haben seit einigen Wochen wieder Kontakt. Bist du bescheuert? Warum holst du die her? Weil ich das für richtig halte.
Schaut euch auch mal an. Schaut uns an. Das ist doch keine Familie. Ich will nur, dass... Naja, dass es wieder besser wird. Ein bisschen Normalität, ist das zu viel verlangt? Wenn ich über meinen Schatten springen kann, dann könnt ihr mir ja wohl auch ein bisschen entgegenkommen. Heiko, gerade von dir hätte ich gedacht, dass du dich freust. Ich will die dumme Sau nicht sehen. Die kommt hier nicht rein. Schon gar nicht mit ihrem Stecher. Ich glaube, mir fliegt der Draht aus der Mütze. Heiko. Ich will hier raus. Sofort. Ah, Scheiße. Raus. Alle raus. Verrückt. Verschwindet. Lasst mich einfach in Ruhe. Diese verdammte Drecksau. Die scheiß Kuh. Heiko. Meine Faust trifft ihn nicht mit voller Wucht, aber für ihn reicht's allemal. Ich zeig dich an. Mach. Ich zeig dich vor Gericht. Bei mir gibt's eh nichts zu holen. Morgen. Morgen kassieren die Braunschweiger. In den Gängen vom E-Mail-Zentrum, wie ich's vorgeschlagen hab. Und dann hat das alles ein Ende. Kai wird wieder gesund und wir können neu anfangen. Und weil ich mich bewährt hab, überlässt Axel mir die Führung. Jojo und Ulf kommen zurück und zusammen mischen wir die ganze verdammte Szene auf. Kannst wieder was sehen? Ah, geht. Alles noch verschwommen, aber die Ärzte meinen, das linke Auge verheilt sehr gut. Ja, kann wohl bald wieder damit sehen. Fast wie früher. Und rechts? Ja, das können sie noch nicht sagen. Der Riss ist viel schlimmer als links. Und der Doktor hält sich mit Prognosen zurück. Du, ich muss mal gleich wieder rein. Der Zug ist nicht gut für die Augen. Geh da morgen hin. Und dann feiern wir. Ich komm her und wir feiern. Nein, Heiko, ich nicht. Muss ohne mich feiern. Sag's dir, Mann, die werden ordentlich leiden, die Hurenböcke. Pam. Pam. Und Rechnung beglichen. Alter, ich will davon nichts mehr wissen. Kapier's doch endlich, ich bin raus. Auf wie viele Arten soll ich dir noch erklären? Spiegelbild. In seiner Augenschale. Verschwommen. Ein menschliches Störbild vor grauer Kulisse. Komm mit mir mit. Wohin? Nach London. Hast doch genug auf der hohen Kante. Und hier, hey. Ich meine, was hält dich hier noch, hä? Feuchter Dreck. Mann, lass uns weggehen. Nur für eine Zeit. Ja, weißt du, außerdem könnte ich deinen blinden Hund echt gut gebrauchen. Mach's gut, Bruder. Fuck! 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 Hab überlegt, zu den Bullen zu gehen. Bigfoot! Aber Arnim hat mir schon vor Jahren eingebläut, dass ich auf keinen Fall zur Polizei soll, wenn ihm was passiert. Bobowski! Ich bin so ein verdammtes, feiges Arschloch. Bigfoot! Die armen Scheißhunde. Bobowski! Wird jetzt gerne heulen, so richtig. Bigfoot! Bis sich mein Gesicht auflöst und mein Körper in sich zusammensackt. Bobowski! Na? Der Tiger. Guckst du mich an, ne? Halb im Wasser. Nasses, schlaffes Fell. Zu schwach, um zu springen. Hat nicht mehr Zeit, dir einen Namen zu geben, ha? Schwimmender Kleiderfetzen? Nee. Jetzt sollte eigentlich eine winzige Hoffnung in mir keimen. Aber da ist nichts. Ich werde Arnim nicht wiedersehen. Na, von mir ist nichts zu erwarten. Das weiß er. Bis auf den letzten Dienst. Ist ja sonst niemand da. Halt still. Da sitzt der alte Siegfried. Flügel flach am Körper, Brust kahl gerupft. Das war's, alter Junge. Ist frei. Hey! Wach auf! Du kannst endlich hier raus! Wie du willst. Na, sieh zu, wie du klarkommst. Sein Auge blitzt mich an. Sein eines gutes Auge. Na? Wie bei Kai. Mach's gut, alter Junge. Ein dunkles, vermodertes Mausoleum, dieser Stall. Die Tauben sind noch nicht zurück. Die Flammen schweben über dem Benzin. Hm. Oh, jetzt eine Fluppe. Mein Feuerzeug liegt ja mitten im Feuer. Es reicht. Morgen ist ein großer Tag. Bist du bereit? Ja. Ich will eine 1A-Performance von dir heute sehen.
Und wenn das alles zu meiner Zufriedenheit über die Bühne gegangen ist, dann setzen wir uns mal zusammen, was? Ja. Der Rest stößt im E-Mail-Zentrum dazu. Freunde, Bekannte, ehemalige. Es gibt keinen Dresscode. Muss jeder zusehen, dass er nicht auf einen von uns losgeht. Heute wird Geschichte geschrieben. Davon wird man noch in 20 Jahren reden. Zahnschutz ins Maul. Hier fehlt was. Hier ist was falsch. Da schwebt nichts in mir. Kein Helium in der Bauchgegend. Kein Adrenalin. Gerade machen Männer. Kopf, Arme, Beine, Fäuste. Stecken nur an mir dran und funktionieren von selbst. Da sollte Vorfreude sein. Aber da ist nichts. Au! Warze, wo bist du, verwichster Hurensohn? Da, dein dreckiges Lächeln. Tunnelblick. Nur noch du und ich. Abstoßen. Ich glaube, ich schreie. Keine Ahnung, alles egal. Auf den Braunschweiger. Ulf und Jojo neben mir. Seite an Seite. Kais Hände im Kreuz. Jetzt machen wir sie frisch. Meine Faust auf deiner Drecksfresse. Knochen und Zähne unter meinen Knöcheln. Dunkle Wolke. Blutgeschmack. Was soll das? Was soll die Nummer? Haare zwischen den Fingern, Kopf auf Beton, Kopf, Beton, Kopf, Beton. Endlos viele Hände, die mich wegziehen. Brennende Augäpfel und Wut. Unter allem flimmert diese Wut. Und deine Zufriedenheit, die da eigentlich nicht hingehört. Alles andere ist egal. Das ist noch was, du. 96. Ich weiß noch genau. Mein Vater und seine geliebte Weste. Ja, Heiko, das ist noch was. Axel hat mir eine Wurst und eine Cola gekauft. Ganz für mich alleine. Und dann sind wir ins Stadion. Haben ganz unten gestanden, in der Nähe vom Zaun. Mein Vater, mein Onkel und ich. Axel, alter Schwanzlurch. Dirk. Hey, Dirk. Ein Riese. Buschige Augenbrauen und eine spitze Glatze. Orangene Bomberjacke. Und ich habe gemerkt, die beiden teilen da gerade ein ganz besonderes Erwachsenen-Männergeheimnis. Und sie haben ans andere Ende des Stadions gezeigt. Moin, Dirk. Hans hat in einem Schluck sein Bier ausgetrunken und dann hat er mir die Weste über den Kopf gezogen. Ja, Heiko, 96, das ist was. Klamotten in den Rucksack. Matratze zur Seite, Holzdiele lösen. Da ist ein Bündel Scheine drunter, für Notfälle. Nicht viel, aber für eine Zeit komme ich damit hin. Der Feldweg. Zum letzten Mal. Entspannung. Plötzlich ist da was. Im Augenwinkel. Ein weißer Punkt über den Feldern. Quer auf mich zu. Ein Körper. Vier Läufe. Okay. Massiver Kopf, ja. Quadratische Schnauze. Boboski. Er springt ins Auto. Sitzt nur da. Er guckt auf meine Hand. Schaltknüppel, zweiter Gang, Lenkrad. Dann blickt er in meine Augen. Einen Moment lang sehen wir uns an. Dann wendet er sich wieder ab und schaut aus dem Fenster. Wir biegen auf die Landstraße. Von Philipp Winkler. Teil 2. Mit Julius Feldmeier als Heiko, Maximilian Scheidt als Kai, Daniel Rotaug als Jojo und Sebastian Graf als Ulf. Sowie André M. Hennicke als Axel, Peter Prager als Hans, Annika Schilling als Manuela und Jan-Gregor Kremp als Arnim. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Steffen Jahn. Regieassistenz Luise Weigert. Bearbeitung und Regie Gerrit Booms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.
Dramaturgie Nathalie Challis.